Herzlich willkommen zu unserer vierten und letzten Passionsandacht. Heute ist Gründonnerstag, der Tag, an dem wir an das letzte Abendmahl von Jesus denken. Jesus hat in diesem Zusammenhang gesagt, als er das Brot in die Hand nahm, das ist mein Leib, der für euch gegeben wurde. Und er hat den Kelch mit dem Wein an seine Jünger gegeben und er hat gesagt, dieser Kelch ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung all eurer Sünden. Wir wollen heute noch einmal diesem Weg nachspüren, den Jesus gegangen ist, der an diesem Abend begonnen hat, als sie vertraulich zusammensaßen, der dann Stück für Stück immer schlimmer für Jesus wurde. Wir wollen heute noch einmal zur Ruhe kommen. Vielleicht zündet ihr wieder eine Kerze an, ihr lasst das YouTube-Video laufen und hört in euch hinein. Was hat Gott euch heute zu sagen? Bevor es Ostern wird, haben wir einen Weg zu gehen. Und wir gehen diesen Weg im Namen Gottes, des Vaters und im Namen von Jesus und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns wieder mit Worten aus Psalm 22 beten. Mit dem Psalm, den Jesus selber am Kreuz gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Jesus, wir sind heute hier zusammen, um an die Nacht zu denken, in der du deinen Weg durch Verrat und Versagen, durch Angst und Schwäche bis zum Tod gegangen bist. Lass uns begreifen, was uns das zum Leben dient. Lass uns bedenken, wie unser Leben aus dieser Nacht wächst. Hilf uns, dass wir unsere eigenen Wege vor Augen haben und nicht verleugnen, wie es um uns steht. Gib uns in dieser Stunde deinen Geist, der unsere Herzen öffnet und uns wach hält für das, was du uns sagst. Amen. Ich lese von Jesu Kreuzigung aus Markus 15. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander, samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, ersteige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Das Bild von Sieger Köder, das wir heute betrachten, trägt den Titel Jesus wird an das Kreuz genagelt. Doch
Jesus selber ist darauf gar nicht zu sehen. Stattdessen zeigt uns der Maler, was Jesus selber sieht. Was er sieht, wie er da am Boden liegt. Und im wahrsten Sinne des Wortes aufs Kreuz gelegt wurde. Wir schauen in die Gesichter der Zuschauer. Oder wie wir vielleicht sagen würden, in die Gesichter der Gaffer und der Schaulustigen, die bei dieser Kreuzigung zusehen. Da ist ein dicht gedrängter Kreis von Menschen, sogar einem Tier, und sie schauen herab auf den, der da in der Mitte liegt. Zwischen ihren Köpfen ist ein Ausschnitt des Himmels zu sehen, mit einer schwarzen Sonne wie bei einer Sonnenfinsternis. Im Vordergrund hebt ein Soldat mit blauer Rüstung seinen Arm und er holt zum nächsten Hammerschlag aus. Einer hebt den Daumen nach dem Motto, gut so, das geschieht ihm recht. Und alle schauen zu. Die einen interessiert es, die anderen schauen ganz hämisch zu. Manche sind traurig und voller Entsetzen. Im sicheren Schutz der Gruppe verfolgen sie ein an und für sich absolut unerträgliches Geschehen. Sie schauen dabei zu, wie einem Menschen Nägel in die Hände geschlagen werden und auch in die Füße. Und sie versuchen das, was sie da sehen, einzuordnen. Vielleicht indem sie es kommentieren oder schon deuten. Dabei fallen vielleicht Sätze wie, das hat er verdient, kein Wunder, dass ihm das geschieht. Das hat er jetzt davon, so ein Möchtegern-Messias. Andere würden vielleicht eher sagen, oh nein, er ist unschuldig. Das ist Unrecht, was hier passiert. Wenn ich dieses Bild betrachte, dann frage ich mich, an welcher Stelle des Bildes befinde ich mich eigentlich? Aus welcher Perspektive sehe ich auf das Leiden Jesu? Was bedeutet es für mich, dass dieses grausame Ende Jesu einen so wichtigen Platz in meinem Glauben hat? An welcher Stelle dieser Menschengruppe stehe ich also? Würde ich fragend da stehen und grübeln, warum war das alles nötig? Oder würde ich voller Entsetzen schreien und mich gegen das Unrecht auflehnen? Hier stirbt ein Unschuldiger und ihr lasst es einfach geschehen? Hätte ich den Mut dazu? Oder würde ich einfach feige den Mund halten, zusehen, was geschieht und aus Angst, dass mir auch etwas zustoßen könnte, würde ich mich ganz schnell aus dem Staub machen? Oder bin ich vielleicht sogar der, der den Hammer schwingt? Jesus selbst ist auf diesem Bild festgehalten. Er kann sich nicht bewegen. Er kann nicht mehr weg. Mir kommen dabei seine letzten Worte in den Sinn, die in den Evangelien ganz unterschiedlich überliefert sind. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder wie er zu dem Gekreuzigten neben ihm sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieses Bild stellt mich vor die Frage, wie sehe ich eigentlich dieses Leiden Jesu? Und um ehrlich zu sein, erträglich wird für mich die Frage eigentlich erst von Ostern her. Denn wenn die Sonnenfinsternis, die wir mitten auf dem Bild sehen, vorbei ist, dann scheint die Ostersonne. Denn erst die Ostersonne wirft ein völlig neues Licht auf dieses grausame Geschehen von Leiden und Tod. Und erst Jesu Auferstehung gibt uns ganz andere und völlig neue Deutungsmöglichkeiten. Er hat all das für uns getan. Gott ist da, auch mitten im Leid. Er kennt auch unsere Angst und unsere Not. Er wird auferweckt zum ewigen Leben. Er besiegt den Tod endgültig. Und in dieser unvergleichlichen Hingabe erkenne ich Gottes große Liebe zu mir. Heute am Abend vor Karfreitag muss ich aber die Hilflosigkeit und die Ohnmacht Jesu erst einmal aushalten. Wie so oft auch in meinem Leben. Und ich muss daran festhalten, was ich glaube. Was ich glaube und jetzt vielleicht noch gar nicht sehen kann.
nämlich dass nach jeder Nacht ein neuer Morgen kommt, dass das Leiden einmal zu Ende sein wird und ich am Ende erkennen werde, Gott ist da und er war auch immer da. Mit seinen guten Mächten hat er mich wunderbar behütet. Ich wünsche uns diese Glaubenskraft und diese Zuversicht, dass sie niemals zerstört wird von keiner Nacht, die wir auf dieser Welt erleben, von keinem Karfreitag. Ich wünsche euch den Segen Gottes, jetzt in dieser letzten Nacht vor Karfreitag und auch auf dem Weg hin zu Ostern. Es segne und behüte euch der barmherzige und der liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, er gehe mit euch. Sein Frieden sei mit euch. Amen.